Hallöchen, Leute. Ihr seht da gerade was auf dem Tisch. Ja, da ist was drauf. Das nehme ich mal kurz weg. Ich habe was gefunden. Und zwar bin ich da jetzt nur per Zufall drauf gestoßen, weil ich für KiCad mir eigentlich die Bauteildinger hier suchen wollte für die ICs hier. In dem Fall ist das ja der MCM 514256, weil ich mir Adapterplatinen machen wollte. Und diesen RAM auf den C64 zu adaptieren. Habe ich ja gesagt, habe ich ja mal vor. Oder ich besorge mir Ersatz. Nun habe ich hier diese Karte liegen. Und ich habe das gelesen, man findet solche Chips auch auf alten EGA, VGA, was weiß ich was, Grafikkarten. Was soll ich sagen? Ich schalte mal um. Ich habe gefunden. Und zwar sind hier 2, 4, 6, 8 Stück. Die sind MT4067-12. Ich packe nochmal den hier oben drauf. Das ist ja 41464-15. Das ist ja die originalen waren von Oki. 64x4 DRAM mit 150 Nanosekunden. Und die hier oben, die auf der Karte sind, heißt jetzt MT4067-12. Das sind auch 64x4 DRAM mit Page oder sowas, keine Ahnung. Pin-kompatibel, also Pin gleich, alles gleich. Nur haben die 120 Nanosekunden. Die sind ein Stück schneller. Macht nichts. Ich werde die jetzt ablöten. Alle 8. 2, 4, 6, 8. Werde die in den C128, meine ich, reinstecken. Und werde hoffen, dass das funktioniert. Ich habe ja noch die anderen drei von denen hier. Die habe ich ja auch noch. Aber werde ich dann mal, ich hoffe, ich mache es mir nicht kaputt, immer nacheinander reinstecken und gucken, was der Test sagt. Da nehme ich euch mit zu, da mache ich ein Video drüber, wie ich das dann austeste. Aber ist das nicht geil? Ich hab noch was hier, wo diese Chips drauf sind. Ich kann es mir sparen, aus China irgendwelchen Fake zu kaufen. Weil ich habe nochmal gegoogelt, man kriegt sie wohl nicht mehr, diese Chips. Da war nämlich einer schon bei und hat einen 128 oder einen 256 SRAM mit Adapterplatine, hast du nicht gesehen, für den C64 irgendwie gebastelt. Weil man die Chips für circa 1 Euro kriegt. Und die Chips hier, die kriegt man wohl nicht mehr, nur noch gebraucht irgendwie auf dem Markt. Ob die jetzt bei China wirklich fähig sind, kann ich nicht sagen. Ich kann es mir aber sparen. Ich komme jetzt hier weiter, ich kann es ausprobieren. Das hier, die nennt sich Paradise 88 PVGA 1. Das ist eine 8-Bit ISA-Karte. Ob die überhaupt funktioniert, weiß ich nicht. Ist wohl VGA, ist ein nicht 9, sondern 15-polig. 15-poliger Stecker. Mal gucken, ist das 15-polig? Ne. Ja, ich werde mir mal hier was basteln müssen mit dem Licht. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-polig. 15-poliger VGA-Stecker. Die nennt sich halt hier Paradise, wie auch immer. Da ist AV-SEM. Da ist wohl das ROM dazu. 89 steht hier. Eigentlich zu schade, aber ich habe kein System, womit ich das testen könnte, ob sie läuft. Und ich brauche jetzt den Speicher. Ich brauche jetzt den Speicher davon. Das ist mir jetzt scheißegal. Dann töte ich halt diese Karte. Zwar schade drum, aber ich brauche den Speicher. Gut. Ich werde das mal auslöten. Und dann sehen wir uns nachher wieder, wenn ich den soweit draußen habe und bereit bin, das in den C128 zu stecken. Ich werde auch den defekten SID-Chip erstmal wieder reinstecken. Ich werde mal gucken, dass ich da einen Ersatz kriege. Und mit dem Diskettenlaufwerk
muss ich schon mal so weit anteasern, ich kann es noch nicht testen, ob das wirklich hinhaut, weil ich sehe gerade, mir fehlt die Feder, da liegt sie, weil ich meine Disketten nicht finde. Ich finde die Disketten nicht, aber ich habe was anderes vor. Da komme ich aber dann mal später drauf zu. Erstmal muss der C128 laufen. Das Kettenlaufwerk ist noch nicht aktuell notwendig, da ich ja den Raspberry Pi habe, den Pi 1541. Auch wenn ich da nicht das 1571 drin drauf emulieren kann. Aber ich kann zumindest Software rein. Ich kann Software reinladen und das ist ja schon mal viel wert. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Erst einmal eine Handvoll Speicher. Und wo sind wir? Da so. Da ist der SID-Chip. Den werde ich jetzt erstmal wieder reinstecken. Pin 1 ist unten. Dass der erstmal wieder drin ist. Den Speicher habe ich jetzt noch nicht getauscht. Also es gibt ja noch einen Ton, also der SID-Chip gibt ja einen Ton raus. Zwar nicht so wie er soll, aber hat ja noch ein bisschen. Hier hinten in der Ecke. Moment. So. Hier in der Ecke fehlt der Chip. Die drei habe ich ja drin. Ich schalte ihn jetzt ein. Dazu schalte ich mal um. Ist noch No Signal. Eingeschalten. Schwarzes Bild, passiert nichts. So, jetzt mache ich mal einen von den Chips hier. Mache ich da mal rein. Mal gucken, wie sehen die Pins aus. Die haben sie zum Glück nicht abgeschnitten. Die sind noch alle lang. Ja, die sind doch relativ sauber. Und den werde ich da jetzt reinstecken. Oh, der steckt drinne. Ich schalte wieder um. Eingeschalten. Ich habe Bild. Jetzt ist die Frage, ist der Speicher jetzt heil oder nicht? Ich muss jetzt erstmal die Tastatur anfriemeln und den Raspi fertig machen. Also so, dass ich da wieder drauf komme, dass ich diesen RAM-Test machen kann. Und dann werde ich mal versuchen, noch ein Spiel zu laden. Das dauert jetzt aber ein Weilchen. Also sehen wir uns gleich wieder. Also kann ich mit denen erstmal als funktionierend abhaken, oder? Naja, ich lasse ihn mal noch so. Ich weiß ja nicht, ob er funktioniert. Bis jetzt funktioniert er. Gut. Das machen wir nochmal aus. Ich mache jetzt hier erstmal die Tastatur wieder ran. Das ist wieder Friemelei. Dazu brauche ich wieder das Kabel. Wo habe ich das Kabel jetzt hingepackt? Das hatte ich vorhin noch in der Hand gesehen. Oder hatte ich gesehen. Nicht in der Hand gehabt, aber gesehen. Aber brauche ich noch die Tastatur. Kabel habe ich bestimmt gleich in der Hand. Schon mal die Tastatur. Ich werde mir mal was einfallen lassen. Vielleicht nehme ich das Gehäuse vom C64. Da ist ja sowieso schon ein Schalter drin. Das Gehäuse jetzt hier, da ist ja, wo sind wir denn? Da ist ja eh schon ein Loch drin. Vielleicht gehe ich hinten aus einem der Ports, ich lasse das aber alles drinne, mit raus und mache da welchen, ja, den User-Port brauche ich jetzt nicht wirklich und führe da eine Leitung raus, die ich am C128 mit anschließen kann und den C64, so wie er ist, als externe Tastatur. Und wenn ich da mal C64 machen will direkt, dann kann ich den ja immer noch nehmen. Müsste theoretisch hinhauen. Theoretisch. Ich sage theoretisch, weil ich es nicht genau weiß. So, den brauche ich auch gleich nochmal. Den Controller brauche ich auch noch. Nicht so weit weg.
So, ja, mal gucken, wo dieses alte Kabel jetzt hin ist. Wo habe ich das denn jetzt hingepackt? Gesehen hatte ich das. Eieieiei. Das hier oben hingeschmissen. Naja gut, ich will jetzt nicht so lange aufhalten. Ich muss das Kabel suchen und da wieder Rand adaptieren. Das ist friemelig ohne Ende. Da sehen wir uns gleich wieder, wenn ich soweit fertig bin. So, nun, da bin ich wieder. Er ist auch schon an. Ich mache ihn nochmal aus. Und wieder an. Hier ist jetzt nicht viel zu sehen. Darum gehen wir jetzt auf den. Beziehungsweise ich muss erstmal dahin und einmal da rein. Und Memtest 64. Dahin. LOAD. Dings, Dings, Dings. Komma 8. So, jetzt könnte ich auch noch mal Szene 3 gehen. Ist er am Laden. Das brauche ich nachher mal, um zu sehen, ob er was tut oder nicht tut. Wenn wir versuchen, da irgendwie Spiele reinzuladen, wenn er jetzt gleich sagt, der funktioniert. Noch ist er am Laden. Also lassen wir ihn mal kurz laden. Ach, jetzt ist er fertig. Und jetzt gehen wir mal auf Run. Bis 120 PAL und VDC R2 bis 64K. CPU Memory, okay. CPU Bank 1. Okay. Und jetzt testet er den RAM. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das dauert jetzt ein Weilchen. Ich werde das mal vorspulen. Ah, die RAM 15 Error. Immer noch. Sprich, da ist noch der kaputte RAM drinne. Gut. Der kaputte RAM ist noch da drinne, der da noch Fehler macht. So, jetzt werde ich mal vorsichtig die Tastatur hier beiseite packen, dass wir da an die Ecke kommen. Der ist anscheinend heil. Jetzt nehme ich den hier mal. Nee, da nehme ich jetzt. Ich hab auch nichts zum richtig rausziehen. Mal hier die gebogene Pinzette. Ich werde mal die zwei gegeneinander tauschen. Das ist ja Nummer 4 und Nummer 3, wo ich ja schon in dem einen Video gesagt habe, VD15 oder was, dass ich mit dem Datenkanal 15 die Befürchtung habe, dass der ist, und dann wäre das der. Jetzt tausche ich die zweimal gegeneinander aus. Ich habe ja hier die Sockel reingelötet. Jetzt kommt Nummer 3 auf Platz Nummer 4. Und Nummer 4 auf Platz Nummer 3. Der eine sieht hier aber sehr verdächtig aus. Vom Sockel. Gucken, dass das passt. So, die habe ich jetzt getauscht. Jetzt mache ich ihn wieder an. Bild ist da. Ich werde natürlich nachher die ganzen ICs tauschen gegen die 120 Nanosekunden
RAMs, weil so ein Mix mit 550 und 120 Nano ist nicht so schön. Jetzt gehen wir mal wieder dahin. Das müsste noch geladen sein. Ja, Reset habe ich nämlich ausgeschalten, dass er sich beim Reset zurücksetzt. So, ich will mal da gucken. Da mach ich mal mit der Zeit, wie schnell das ist. Ich drücke gleich Return und dann werde ich das beschleunigen, bis der fertig ist. Und da will ich mal wissen, wie lange das dauert. Also seht ihr jetzt nicht, wie ich Return drücke und wie das da auf dem Monitor weitergeht, sondern wie es da ist. So, das war's. Jetzt können wir mal wieder dahin gehen. Ran. Testing CPU Memory. Irgendein Pattern hat er da eben durchgejagt. CPU Bank 1. Weiß nicht, was CPU Bank 1 ist. So, und jetzt kommt die spannende Geschichte wieder. Ich lasse das mal wieder schnell durchlaufen. Also daran lag es nicht. Und nicht wundern im Hintergrund, das ist mein Freund. Dem geht es nicht so gut. Also die zwei waren es nicht. Ich gehe nochmal, ich pack das mal wieder hier hin. Also die zwei waren es nicht. Dann ist es vielleicht der. Gucken wir gleich mal. Ich mache ihn jetzt erstmal aus. Das ist jetzt 3, 4, das ist 2. Den nehme ich mal raus und mache da mal einen neuen mit rein. So, schalte ich wieder an. Bild kommt. So. Das schneide ich jetzt natürlich raus, ist klar. Wir sehen uns gleich wieder. So, wie ihr seht, es hat das auch nichts gebracht. Ich schalte nochmal um hier. Ihr seht, die zwei sind neu. Jetzt werde ich die zwei neuen, die gegen zwei neue tauschen und das gleiche nochmal machen. Das ist ja. Wenn das da jetzt nicht dran liegt, dann ist das, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wo dran das noch liegen könnte. Pins sehen. Sieht gut aus. Das habe ich jetzt bei dem anderen nicht geguckt. Jetzt tausche ich die echt einfach aus. Und wenn das nicht ist, dann muss ich mit dem Oszilloskop auf der Suche gehen. Ob hier irgendwas ist. Oder der Test sagt irgendwie mir immer DRAM 15 Error. Obwohl das alles in Ordnung ist. Ne, die Pins sehen nicht so schön aus. Die Pins sehen besser aus. So. Sonst muss ich wirklich an der CPU mal gucken. Oder was? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe hier jetzt auch nichts gesehen, dass hier irgendwas kaputt wäre.
schalte ihn wieder ein. Ready. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Wie ihr seht, er sagt DRAM 15 Error. Also es sind viermal neue RAMs. Naja, neu. Ich weiß nicht. Die müssten theoretisch funktionieren. Ich versuche jetzt nochmal ein Programm zu laden. Zum Beispiel. Was nehmen wir denn da? Sigma-Cracken. Nee. Lad mal rein. Das dauert eine ganze Weile, bis der fertig ist. Jetzt muss ich hier auf Go 64. Ja. Load 0,8,1 ist ganz wichtig. Loading. So, und ich gehe wieder auf die andere Seite und mache wieder Verschnellerung. So, sind wir wieder. Das hat nicht ziemlich. Nee. Irgendwas haut da nicht hin. Ich kann hier auch die Knöpfe drücken. Normalerweise müsste da stehen, legen Sie Diskette 1 ein oder Seite 1. Ich gehe nochmal in den anderen Joystick-Port. Oder war das jetzt, weil ich den Joystick-Port benutzt habe? Ist er jetzt ganz und gar abgeschmiert? So, normalerweise, wenn ich jetzt die Taste hier drücke. So. Wenn ich jetzt hier nochmal den Mem-Test mache. Warte mal, das könnte ich eigentlich auch theoretisch über das Laufwerk, das ist glaube ich schneller. Da, nee, Mann, was mache ich denn hier? Das, nee, das. So, ich drücke jetzt wieder Enter und mache mal wieder Verschnellerung mit Zeit drin. Ich will mal wissen, ob das jetzt schneller geht. Das war schon mal schneller. Jetzt mache ich mal ran. Liegt das jetzt am RAM oder liegt das am ROM oder liegt das an der CPU oder an was liegt das jetzt, dass der nicht will?
mal normal. So, jetzt gehe ich noch mal auf den anderen. Mach mal Stopp. Ja. So, Memtest geht nicht. Nein. Mal noch mal Zeck mit Krecken. So. So, ihr seht das ja gar nicht. Da. So, jetzt machen wir wieder Ende und jetzt warte ich nochmal. Er sagt jetzt Disk Error. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Eine Taste für Continue. Da macht er nichts. Schätze mal, da ist noch was. Mir ist noch was eingefallen. Und zwar ist ja der SID-Chip. Moment, da. Der SID-Chip. Der hängt ja mit an den Controller mit dran. Und an den Datenleitungen und den ganzen anderen Krimskrams. Ich den jetzt mal rausnehme. Der ist ja eh kaputt. So, sollte er theoretisch dennoch laden können. Theoretisch. Ich mache ihn nochmal an. Das geht. Aber der Selbsttest geht nicht. Er bleibt stehen. Okay, der SID-Chip muss doch drin sein. Braucht er wirklich einen SID-Chip? Reset und Dings-Taste. Geht er in den. Er geht in den C64-Modus. Das ist schon mal okay. Nee, 1. Searching for. Müsste er jetzt wieder suchen, ne? Nee. Macht er nicht. Er macht keinen Diskettenzugriff. Okay. Der SID-Chip ist defekt, das weiß ich. Den habe ich ja im C64 getestet. Jetzt nehme ich mal meinen aus dem C64 und stecke den mal hier rein. Das ist jetzt mein SID-Chip aus dem C64. Der funktioniert ja. Gehe ich mal davon aus, dass er funktioniert. Also zumindest habe ich nichts Gegenteiliges mitbekommen. So, mal gucken, dass er da auch reinpasst. Ne, der ist immer noch nicht. Der ist jetzt drinne. So, ich schalte ihn noch mal ein. Ich gehe mal wieder auf das andere Bild. Irgendwas hat er jetzt. Das mal abziehen. Zieh mal den Pi ab, dass der ab ist. Aha, hat
alter Pi ihm da jetzt geärgert. Machen wir mal den Pi stromlos. Stecken den wieder ran. So, der sollte jetzt so wieder starten. Gut. Der ist auch gestartet. So. Mal nochmal den. Das will ich jetzt wissen. Q64. Ja. Load. Jetzt habe ich. Warte mal, den Joystick muss ich auch wieder ranmachen hier. So, Load. 0,8,1. So. Das sollte laufen. Ja. Gut, meld mich gleich wieder. Er sagt so, wieder Disk Error. Okay. Ich habe noch ein anderes Image. Das ist jetzt ist ja jetzt blöd. So, starte ihn nochmal. Achso, ich muss den C64 wieder, aber den Commodore wieder anmachen. So. Da habe ich nämlich auch noch die Boot-Diskette. Disk 1. Ah. Ah Mann, da mit diesen Tasten hier. Boot-Diskette. Disk 1 und Disk 2. So. Q64. Yes. So, Szene 2. Dings. Da, da, da. 0,8,1. Starten. So, das macht er. Da ist ein Diskzugriff. Ich melde mich dann gleich wieder. Nebenbei mache ich dann noch Essen. Also sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Kein Diskzugriff und da steht gar nichts. Ist alles dunkel, duster. Anscheinend hat das Ding noch irgendwas anderes. Und ich meine mit dem SID-Chip, dass er den nicht braucht. Bin ich der Meinung. Ich mache nochmal den Raspi mit aus. Nimm nochmal meinen SID-Chip raus. Falls er das jetzt überlebt. Markiere ich mir gleich nochmal mit, dass der funktioniert. Hongkong HC30. Hongkong hat, ja, das ist dasselbe. So, meinen habe ich markiert, der ist nicht mehr drinne. Den Pi wieder anmachen. Gehen wir nochmal auf den Dings. Sollte so gehen. Und jetzt, also auf meinem C64 lief. Vor ein paar Tagen hatte ich da, wo ich das mit dem SID-Chip getestet habe, Lemmings. Und zwar mit dem D81. Das ist das D81, was der da sagt. Das ist das 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk, was es mal gab. Aber nicht sehr oft. So, Dings, ja. Load, Dings. Wisst ja, brauche ich eigentlich nicht zeigen. 0,8, mal 0,1. Searching for.
weil das läuft ein ganzes Ende schneller, das Laufwerk. Und da seht ihr das, also brauche ich ja nicht zeigen. Ich lasse das hier mal laufen. Machen wir auch mal mit der Zeit, wie lange das braucht. Hat sich schon erledigt. Jetzt kann ich schon mal ran drücken. Das dauert trotzdem noch mal länger. Da seht ihr das ran. So, jetzt mache ich noch mal. Ach so. Das ging schon mal ein ganzes Ende. Ja, unlimitiertes Leben. Ja. Do you want to see the intro? Ja, press space. So, jetzt sollte er aber weiterlaufen. Und das dauert jetzt noch mal eine Weile. Also am C64 hat das gefühlt 20 Minuten gedauert, bis der fertig war. So. Ich habe jetzt natürlich keinen Ton. Jetzt zeigt er mir hier ein Bild an. Reagieren tut er nicht auf den Controller. Leertaste nicht, das nicht. Wenn ich jetzt den Controller umstecke, ich weiß nicht, ob das da zusammenhängt, dass ich da den Z-Chip nicht drin habe. Ah, jetzt macht er weiter. Da, ja, jetzt macht er weiter. Jetzt möchte er irgendeinen Code haben, den habe ich nicht. Gebe ich jetzt irgendwas ein. Player 1. Ton habe ich jetzt natürlich keinen. So, ist er jetzt wieder am Laden? Ja, er ist wieder am Laden. Das dauert immer irgendwie ewig lange. Aber das läuft. Das Lemmings läuft. Zack McCracken kriege ich nicht zum Laufen. Er sagt immer noch irgendwie RAM-Fehler, obwohl er jetzt vier Speicherchips hat. Ganz andere Speicherchips. Aber denselben Fehler. Ja, Button to Consume. Und liegt das jetzt am SID-Chip oder liegt das jetzt, dass ich den falschen Controller hier. Ich gehe nochmal auf den anderen Port. Ich habe jetzt gar keinen SID-Chip drinne. Es liegt am SID-Chip. Der ist nicht drinne. Gut, kann ich nicht machen. Ich habe ja natürlich jetzt auch keinen Ton. Jetzt habe ich ihn ausgemacht. So, dann muss ich meinen Z, den alten Z-Chip stecke ich mal wieder. Ne. Ich stecke mal meinen neuen Z-Chip rein. Sollte doch hinhauen. Halt. Wenn dann auch richtig rum. So, ich bin gleich wieder da. Ich bin mal kurz weg. So, da bin ich wieder. Was machen wir jetzt? Jetzt versuchen wir jetzt mal eine C64, C128 Software noch mal. Nein, das war verkehrt. Geh mal weg. Er wollte ja letztes Mal nicht eine C128 Software. C128. Nehmen wir mal das Yuzi. Das Yazi. So, das Yazi ist jetzt da drinne. Wenn ich jetzt resette, müsste der Autostart machen. Booting Yazi 1 oder Yazi oder wie auch immer. Macht er auch. Er macht nämlich ein Auto-Booting. So. Und mal gucken. Da hatte er nämlich bei einmal, wo ich das gemacht habe, oder drei ausprobiert habe, nur einen grünen Bildschirm gezeigt. Mehr war nicht zu sehen. So. Aber wenn der noch einen Fehler anzeigt, woran könnte das liegen? Liegt das daran, dass hier der Function Chip fehlt? Funktionschip oder was? Da hat nämlich schon mal einer dran rumgeschraubt an der Kiste.
Was meine ich? Ich meine, kein Diskzugriff mehr. Pling, das war's. Mehr kommt nicht. Und es war schon mal einer bei. Und hier fehlt ja ein Chip. Ich weiß nicht, ob der drinne sein muss oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da noch einen Chip. Da. Der ist kleiner als der Sockel. Nun weiß ich nicht, ob das auch damit zusammenhängt. Aber das scheint vom Datum her 88, der, ach nee, das ist ja mein Sit, der Sit 87, der Original. 87, das ist alles Datum 87, also der scheint da original drinne zu sein. Aber ob hier hinten einer drinne sein muss, weiß ich nicht. Das ist doof. Er sagt mir immer noch Fehler. Er sagt ja auch RAM, CPU-RAM. Ich habe hier bloß noch keinen CPU-RAM gefunden. Was ist das da? 7406N? Kann ich nicht zuordnen. Das ist aber, glaube ich, das ist Laufwerkssektion. NEC Japan, MyPA, das ist Laufwerkssektion, wo ich jetzt gerade gucke. Ist da noch irgendwas? Nee, das ist Dings. Ich weiß nicht, wo hier ein CPU-RAM sein soll. Ich weiß auch nicht, was die Kiste haben soll. Ich google mal weiter, ob ich da was finde über dieses Function-Raum, ob das da drinne sein muss oder nicht. Vielleicht hat das ja einer rausgenommen. Naja, gut. Ich habe jetzt keine Ideen mehr. Also RAM habe ich getestet, ausgetauscht. Es sind jetzt vier neue RAM-Dinger drinne. Trotzdem macht er noch nicht das, was er soll. Also in meinen Augen macht er noch nicht das, was er soll. Okay. Ich mache mal hier im Hintergrund noch mal weiter. Ich versuche noch mal einige Sachen. Vielleicht habe ich auch noch was übersehen. Okay, dann erstmal bis zum nächsten Mal. Tschüssi.